Der Toti-Start wurde geleakt und ihr habt jetzt die allerletzte Chance, euer Team vor dem Event zu verkaufen, um Verluste zu vermeiden. Wie ihr jetzt genau vorgehen müsst, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Let's go! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wie immer, dass du am Start bist und hoffe natürlich, dass es dir gut geht. Wir gucken uns auch direkt auf Twitter an, was Donk vor kurzem gepostet hat. Und zwar soll das Toti am 22. Januar erscheinen. Er hat den Website-Code gefunden. Wir gucken hier auch nochmal, Freunde. Hier, Ultimate Team, 22. Januar. Da soll es rauskommen. Das würde bedeuten, dass das Team of the Year das allererste Mal an einem Freitag beginnt und nicht an einem Montag. Ihr wisst, wir sind schon relativ spät dran mit dem Toti. Die vergangenen Jahre ist es immer etwas früher rausgekommen. Es wird aber alles passen. Ihr wisst ja, das Toti-Voting läuft noch bis Montag, bis zum 18. EA hätte also die Woche über Zeit, ja, das Toti, die Karten zu designen, das Toti vorzubereiten. Am Mittwoch würde dann wahrscheinlich der Startbildschirm zu sehen sein mit der Toti-Ankündigung und am Freitag könnte es dann losgehen. Heißt natürlich für euch, es ist allerhöchste Eisenbahn, euer Team zu verkaufen, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Ich spiele, glaube ich, seit anderthalb Monaten mit einem Untrade-Team. Ihr habt aber dieses Wochenende nochmal eine gute Möglichkeit, euer Team relativ teuer zu verkaufen. Warum das so ist, zeige ich euch jetzt. So, Freunde, es ist ja kein Geheimnis, dass Freitagnachmittag bis Samstagmittags die Gold-Meta, beziehungsweise allgemein die Metakarten steigen, weil da die Weekend League losgeht und viele da ihr Teams bauen. Heißt, das ist jetzt die letzte Weekend League, wahrscheinlich vor dem Team of the Week, wo die Karten nochmal ein bisschen nach oben gehen. Und das Ganze wird auch nochmal angekurbelt, weil gestern, beziehungsweise war es gestern oder vorgestern, weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall hat EA eine Aufgabe rausgebracht, die sich Weekend League Plus nennt. Und zwar geht es darum Folgendes: Gewinne 10 Weekend League Partien und erhalte einen von drei Food Champions Spielern aus dem TOTW 16. Bei 16 Siegen einen von 4 Food Champions Spielern und bei 22 Siegen einen von 5 Food Champions Spielern. Das Ding ist, Freunde, das TOTW 16 ist kein Geheimnis, absoluter Müll, keine guten Karten drin, wie ich finde. Aber es wird genug Spieler geben, die diese Player-Picks mitnehmen werden. Ich selbst werde auch easy die 16 Wins holen, beziehungsweise dann bis Gold 2 spielen und die 2 Player-Picks mitnehmen. Ist einfach geschenkt und deswegen werden alle jetzt nochmal, beziehungsweise sehr viele, sich ein gutes Team für die kommende Weekend League zusammenbauen und das werden wir nutzen. Das ist die letzte Weekend League vor dem Toti wahrscheinlich. Die Spieler werden dann nochmal steigen, werden dann am Sonntag, werden sie droppen, dazu zeige ich aber gleich nochmal den Bildschirm auf Footbin, beziehungsweise jetzt habt ihr die letzte Chance, euer Team loszuwerden. Macht es wie ich, baut euch ein Untrade-Team, baut euch ein OP-Team für 100.000 Münzen, das sollte auch kein Problem sein. FIFA ist eine Weile draußen, Freunde. Ich habe seit Anfang an, das ist mein Untrade-Team, ich zeige euch das mal eben. Und da ist schon einiges möglich. Schaut also mal in euren Verein, was für SBC-Karten ihr mitgenommen habt. Es gab auch schon viele Spieler zum Erspiel, mit denen man ein super Team bauen kann. Also ich kann mit dem Team nicht meckern, Gold 2 ist easy drin. Macht es auch so. Baut euch ein Untrade-Team oder ein günstiges Team und das richtige Team kauft mir dann später ein. Und wann ihr das einkauft, das zeige ich euch jetzt. So, Männers, ich möchte euch das nochmal kurz zusammenfassen und ein bisschen ja an den Markt heranführen. Dazu gucken wir uns jetzt mal den Neymar an aus FIFA 20. Das war alle FIFA-Jahre eigentlich immer gleich von dem Verlauf des Graphens her. Wir gucken uns den einfach mal gemeinsam an, anhand des Neymars, Freunde. Was natürlich sich unschwer erkennen lässt, seit Anfang Dezember droppen die Karten, die Meta-Gold-Karten, immer und immer weiter. Hier habe ich schon mein Team verkauft, hier war natürlich die beste Möglichkeit, heißt aber auch für mich, dass ich jetzt schon seit Wochen mit einem Untrade-Team zocke. Aber hier ist natürlich der beste Zeitpunkt, wenn man so wenig Verluste wie möglich mitnehmen möchte, da am besten das verkauft zu haben. Wir schauen mal weiter runter und zwar können wir dann sehen, das Team of the Year kam in FIFA 20 am 6. Januar raus. Wir scrollen mal zum 6. Januar, hier, da seht ihr, Freunde, das ist auch schon der Tiefpunkt. Ein Neymar war mal eine Million, fast 1,1 Millionen wert, Freunde, und zum Team of the Year war er, na komm, ich komme jetzt nicht da rein, na, so, 670.000 Münzen wert. Der ist also ordentlich gedroppt, ihr seht auch schon,
Ihr könnt auch selbst auf Footbin mal gucken, das ist eigentlich relativ easy, das nachzuschauen. Auch die Tage davor, da war dann schon die Vorankündigung, da waren die Spiele am günstigsten. Heißt, ihr verkauft euer Team jetzt zusammengefasst, gut aufpassen. Es ist die letzte Weekend League, ihr verkauft euer Team am besten Freitag, also heute, wenn das Video rauskommt, beziehungsweise Samstagmorgen, spielt mit einem Untrade-Team die WL, das sollte kein Problem sein. So, und nächsten Mittwoch wird wahrscheinlich die Ankündigung kommen, dass das Team of the Year am Freitag, am kommenden Freitag rauskommen wird. Es heißt also, es wird eine Panik ausbrechen. Zwischen Mittwoch und Freitag sollten die Spieler am günstigsten sein. Da könnt ihr also eure Coins nehmen und euch euer Traumteam kaufen. Da macht ihr auf jeden Fall erstmal nichts verkehrt. Und was ich euch jetzt auch noch zeigen möchte, wenn das Team of the Year dann draußen ist, es werden dann die Top-Karten kommen. Kommt wahrscheinlich ein Mbappé und wie sie alle heißen. Deswegen werden die Karten alle verkauft. Das heißt aber auch, dass die out of pack sind. Und viele Spieler werden merken, dass sie sich die Karten gar nicht leisten können, weil die einfach schweineteuer sind. Dann kostet ein Mbappé einfach mal 5 Millionen. Und die wenigsten haben 5 Millionen, um sich den Mbappé dann einfach zu snacken. Heißt, die Meta-Gold-Karten, wie ihr seht, bis Ende Januar, die steigen. Sogar bis in den Februar rein, werden also wieder ein bisschen ansteigen, Freunde. Heißt also, ihr könnt euch hier euer Meta-Team mit Neymar, Ronaldo, Mbappé und Co. zusammenbauen. Spielt es denn ein paar Wochen und könnt es theoretisch mit Plus wieder verkaufen. Ihr könnt also mit eurem Traumteam quasi traden, wenn ihr es so wollt. So würde ich das machen. Ich habe es jetzt, glaube ich, alles nochmal genau zusammengefasst. Falls noch Fragen sein sollten, Freunde, einfach in die Kommentare oder auf Insta kontaktieren. Ich antworte jedem, ihr wisst Bescheid, jeder kriegt eine Antwort. Kuss geht raus. So, Männers, ich hoffe, ich konnte euch jetzt da ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, es ist die letzte Chance. Das habe ich jetzt ungefähr 35.000 Mal gesagt. Ich glaube, ihr träumt heute Nacht davon. Aber okay, ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil das wichtigste Event in FIFA steht natürlich kurz bevor. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auf Insta. Oh, falsche Seite. Folgt mir auf Insta. Da poste ich aktuell auch immer mal wieder ein paar Trading-Tipps. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende in der Weekend League. Ich werde streamen. Und bis dahin würde ich sagen, ich bin raus. Haut rein und ciao.